الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه ist der Besitzer von Großartigkeit und Majestät, von Schönheit und Vollkommenheit in jeder Hinsicht und aus jedem Aspekt. Er ist groß in seinem Wesen, in seinen Namen und Eigenschaften. Groß in seiner Barmherzigkeit, groß in seiner Macht, groß in seiner Weisheit, groß in seiner Stärke und seinem Stolz, groß in seiner Großzügigkeit, groß in seinem Wissen, groß in seiner Güte, groß in seiner Macht und Gerechtigkeit. Er ist der absolut Große, niemand gleicht ihm und keiner kommt ihm nahe. Und egal wie sehr ihn die Verehrer preisen, die Bewunderer ihn loben, die Verherrlicher ihn ehren, sie können sein Lob nicht fassen. Sie ehren ihn nicht nach dem wahren Wert seiner Größe. Sie schätzen ihn nicht nach dem wahren Wert seiner Majestät. Denn er ist derjenige, dessen Größe keinen Anfang hat und dessen Majestät kein Ende besitzt. Liebe Muslime, zu den Zeichen der Großartigkeit und Majestät Allahs gehört, dass das Herz vor Ehrfurcht und Majestät zittert, wenn es über die Größe des wahren, großen und erhabenen Königs spricht. Erhaben, den kein Denken je umschließen kann. Seine Macht bewegt und bringt zur Ruhe, wie nur er es kann. Gott erhaben, der alles hat geschaffen. Bestimmt hat er das Sein in Zeiten, die wir trafen. Wenn du von ihm Erleuchtung je gewinnst, schwinden wird die Welt und all ihr Sturmwind. Und zu den Anzeichen der Größe unseres Herrn gehören die Großartigkeit seiner schönen Namen und seiner höchsten Eigenschaften. Er ist der Einzige in Vollkommenheit, Schönheit und Majestät, unvergleichbar, derjenige, der von Partnern und Ähnlichkeiten frei ist. Allah Ta'ala sagt, nichts gibt es, das ihm je gleicht, er hört und sieht. Und er beschreibt die Einzigartigkeit seines Wissens und die Umfassendheit seines Wissens in der Aussage, und bei ihm sind die Schlüssel des Verborgenen, die niemand außer ihm kennt. Er kennt das, was auf der Erde und im Meer ist, und kein Blatt fällt, es sei denn, er weiß es. Und es gibt kein Körnchen in den Dunkelheiten der Erde und nichts Feuchtes und Trockenes, das nicht in einem offenen Buch aufgezeichnet ist. Und zu den Zeichen der Großartigkeit Allah Ta'alas gehört, dass ihn niemand in dieser Welt mit seinen Augen erblicken kann. Er ist zu herrlich, um von den Augen dieser Welt erfasst zu werden. Er sagt, Augen können ihn nicht erfassen, doch er erfasst alle Augen und er ist der Sanftmütige, der Allwissende. Hast du nicht gesehen, wie der Berg zerschmettert wurde und wie Moses in Ohnmacht fiel, als er Allah um die Ersichtung bat? Allah Ta'ala sagt, als Moses zu unserem festgesetzten Treffen kam und sein Herr mit ihm sprach, sagte er, Herr, zeige dich mir, damit ich dich betrachten kann. Er sagte, du wirst mich nicht sehen können, aber schau auf den Berg. Und wenn er an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen können. Als dann sein Herr sich dem Berg in all seiner Herrlichkeit zeigte, machte er ihn zu Staub und Moses fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, sagte er, gepriesen seist du, ich wende mich dir zu und ich bin der Erste der Gläubigen. Und wie der größte Mensch sagte über Allah Ta'ala, er sagte, sein Schleier ist Licht. Würde er ihn aufheben, würden die Strahlen seines Antlitzes alles verbrennen, was seinen Blick erreicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wisset, dass ihr euren Herrn nicht sehen werdet, bevor ihr sterbt. Darum sollen sich die Rechtschaffenen auf den Tag der Auferstehung freuen, an dem sie die Freude des Blicks auf sein edles Antlitz erfahren werden. Und dies ist die höchste Gabe und die höchste Freude im Paradies, die den Menschen beschert wird. Allah Ta'ala sagt, an jenem Tag werden einige Gesichter leuchten zu ihrem Herrn blickend. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet von diesem Moment. Er sagt, wenn die Bewohner des Paradieses das Paradies betreten,
dann wird Allah zu ihnen sagen: Gibt es etwas, wovon ich euch noch geben kann? Und sie werden sagen: Hast du nicht unsere Gesichter erhellt? Hast du uns nicht ins Paradies gebracht? Und hast du uns nicht vor dem Feuer gerettet? Dann lüftet er den Schleier, und sie werden nichts erhalten haben, was ihnen lieber ist als der Anblick ihres Herrn, den Erhabenen und Majestätischen. Und dann rezitierte der Prophet die Aussage Allah Ta'alas: Für die, die Gutes getan haben, gibt es das Beste und noch mehr. Und das noch mehr ist der Blick zu Allah Ta'ala, die Sichtung Allah Ta'alas. Unter den Zeichen der Größe unseres Herrn ist die Großartigkeit seines Thronschemels, erwähnt in dem gewaltigsten Vers des Korans, dem Thronvers, der Ayatul Kursi. 10 Sätze, jeder Satz enthält Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas. Dort sagt Allah: Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam möchte uns die Größe dieses Thronschemels in Relation eines Rings und der Wüste zeigen. Er sagt: Die 7 Himmel im Vergleich zum, die 7 Himmel ist ein Ausdruck für das Universum. Die 7 Himmel im Vergleich zum Thronschemel sind nur wie ein Ring, den du auf deinem Finger trägst, wie ein Ring in einer weiten Wüste. Und die Überlegenheit des Thrones über den Thronschemel ist wie die Überlegenheit dieser Wüste über diesen Ring. Der Verstand des Menschen wird sprunghaft und fassungslos, wenn er nur über die Größe dieser Erde nachdenkt. Wie ist es dann nur mit der Erde und mit den Himmeln? Wenn der Thronschemel Allahs all dies umfasst, wie groß muss dann seine eigene Größe sein? Unter den Zeichen der Größe unseres Herrn ist die Größe seines Thrones, nicht zu verwechseln mit den Thronschemeln. Ja, der Thron ist das größte aller Geschöpfe. Allah Ta'ala beschreibt ihn als gewaltig und sagt, er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Und er sagt: So erhaben ist Allah, der wahre König. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des edlen Thrones. Und aufgrund der Größe des Thrones machte Allah ihn zum Dach der Geschöpfe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wenn ihr Allah bittet, dann bittet ihn um das Firdaus, denn es ist die Mitte des Paradieses und das Höchste des Paradieses, und darüber ist der Thron Gottes, des Barmherzigen, und von ihm entspringen die Flüsse des Paradieses. Ein weiteres Zeichen, liebe Geschwister, für die Größe unseres Herrn ist die Größe des jüngsten Tages, die Gewaltigkeit des jüngsten Tages. Dieser Tag ist groß in seiner Angelegenheit, schrecklich in seiner Furcht. Der Mensch wird keiner größeren Angelegenheit und keinem größeren Schrecken begegnet sein als diesen Tag. Wie Allah Ta'ala über ihnen sagt: Denken diese nicht, dass sie auferstehen werden zu einem großen Tag, dem Tag, an dem die Menschen vor dem Herrn der Welten stehen werden. Und er sagt, warnend und erinnernd: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Wahrlich, das Beben der Stunde ist eine furchtbare Sache. An dem Tag, an dem ihr es seht, wird jede stillende Mutter das vergessen, was sie stillt. Eine Mutter vergisst ihr Kind und dann auch noch ein Baby, das stillende Kind. Und jede Schwangere wird ihr Kind abwerfen aus Furcht. Und du wirst die Menschen betrunken sehen, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist hart. An jenem Tag gibt es keine Verwandtschaft und keine Freundschaft, keine Verbundenheiten mehr. Allah Ta'ala sagt: An jenem Tag wird der Mensch vor seinem Bruder fliehen und vor seiner Mutter und seinem Vater und vor seiner Gefährtin und seinen Kindern. An jenem Tag wird jeder von ihnen genug mit sich selbst zu tun haben. Und Allah Ta'ala sagt: Wie werdet ihr euch schützen, wenn ihr ungläubig seid, an jenem Tag, der das Kind grau werden lässt? Ein Dichter sagte:
ungefähr übersetzt. Und wenn das Ungeborene an seine Mutter klammert sich, es fürchtet das Urteil, sein Herz in Schrecken sich verfängt. Ohne Schuld, doch in Furcht vor seiner Macht, wie kann der Sündige leben durch Jahrhunderte voller Nacht? Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Allahumma tub alayna. Allahumma tub alayna. Allahumma ghfir lana dhunubana ما أسررنا منها وما أعلنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا من الهدى المهديين ونعوذ بك أن نكون من الضالين المضلين برحمتك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين